Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Hab schon Angst gehabt, dass ich werde keine Folgen mehr aufnehmen, weil jetzt geht wieder alles. Na gut. Ich bin schon mal bis zum Point hier gegangen. Wir wollten ein bisschen mit der Hauptstory fortfahren. Lalala, hops, hops, hops. Oh, Mann, ich muss da runter. Ich will da mal. Mal ärgern die einen hier. Wah. Ja, komm. Mal in die Menschen rein hier. So, das Königreich der Bettler. Wir beginnen. Ja, wieder Black Screen ist ja normal. Ihr wisst das ja. Erstmal 5 Minuten warten, bis es losgeht. So, 19. Januar 1791. Wir müssen das Ganze hier angucken. Ich bin mal gespannt. Aber ich kenne das ja schon eigentlich. Ich weiß, ich habe kaum nur noch Erinnerungen, aber ich kenne das eigentlich schon. Der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's. Behalt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Ich kann euch Wände sehen. Was war das? Achso, Verstecke. Oh Gott. Ich dachte schon, hatte jemand geschmacklose Poster an der Wand. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, mich sehen zu lassen. Ist natürlich immer erstmal nicht schlau. Ich bin jetzt gar nicht vorbei, doch hier. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir da eigentlich irgendwo hin müssen. Ich denke einfach mal nach oben, wenn die jetzt weg sind. Oh, ich hab beobachtet. Lalala. Hahaha. Warte mal, bis sie wieder wechseln, dann gehe ich doch mal bis nach da vorne und ganz normal, wie ein normaler Mensch das tun würde. Eh, runter. Das fängt immer gut an. Oh. Die dürfen mich tatsächlich nicht sehen. Nee. Ja, super. Was soll ich jetzt hier genau eigentlich untersuchen? Ich erzähle euch die ganze Zeit, ich habe das schon mal gemacht, aber das ist natürlich ein halbes Jahr her oder so. Nee. So, und jetzt? Alle Augen auf mich gerichtet. Geht weg. Jetzt kommen die schon wieder. Och nee. Wo habe ich mich nur reingeschlichen? Der geht jetzt weg. Ah! Er geht doch nicht weg. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln. Ich will aber nicht verprügelt werden. Ach, hier hinten ist er doch. Aber umsonst überall langlaufen. So macht man das. Da bist du. Hau
Tor die Tür ins Paket hat. Nein! Dem Kino liegt das mal das Bein ab. Oh, das würde ich lassen. Seht! Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt ihr nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen, dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Erstens, zwei Sachen gleich. Ich liebe die Stimme von diesem Rattenkönig, der ist so perfekt gemacht einfach. Und zum Zweiten, ich bin mir nicht ganz sicher, aber war der Typ von gerade eben der Nackte, den wir da gesehen haben? Ich kann mir da sein Bild kaum aus den Augen schneiden. Aber ich glaube tatsächlich, dass er das war. Das beunruhigt dich nicht. Ich weiß, wo die Chance ist. Na gut, wir müssen jetzt ein bisschen rumkriechen. Wie die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Grund übernahm. Das ist keiner irgendwie entdeckt. Im Allschritt, Leute. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödeleien. Ah. Sehen darf er ja auch nicht. Wo steht noch einer? Zurück mit dir! Ich muss einfach nur lange dranbleiben. Schön hier außen lang laufen. Versorgung der Drechte. Ui! Oh Gott, das ist und zwar eher als ihr denkt, glaubt nicht. Doch hier aber auch. Gehen wir nachher was trinken? Komm, ich verschaff dir ein schnelles Ende, wenn du lieb magst. Nein, ihn will nicht. Oh Gott, ich laufe ihm gleich rein, oder? Hä? Der verschwindet gerade so ein bisschen. Das kann man nicht.
dreht sie jetzt nicht um? Bloß nicht panisch losrennen. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Doch niemals. Warum wieder so behindert? Lalala. So. Patschentruhe. Ich würde so gerne wissen, was das kann. Viel, viel mehr. Und da hinten ist Ehre. Ich glaube, wir müssen unten durch. Dafür brauchen wir einen Dietrich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Der Typ ist auf jeden Fall auch noch ein Risiko, der da steht im Balkon. Wenn ich hier im Fenster vorbeigehe, sehen die mich nicht, oder? Schnell rein da. Was soll mit dem Unglücksraben in Wessex geschehen? Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei dem seine Familie starb. Ein Feuer? Schwer, das zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Waffen, Fundstück. Ich habe ihn gerade bestens ignoriert. Das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche! Latouche, ich habe euch mehrere Kreise getraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Muss mir raus hier. Wo kam ich überhaupt her? Hinten muss ein Fenster sein? Den Jungs und Mädels da oben. Wir lassen die mal noch. Wir sollen ja entkommen, machen wir's.
wie gesagt, um die Herausforderung kümmere ich mich absolut gar nicht. Dafür bin ich mir diesmal echt zu fein, nicht bei diesem Spiel. Yay, wir haben es geschafft. Eine weitere Erinnerung. Wollen wir gleich zum nächsten gehen? Wie sie mal alle schreien müssen. Wie zum Henker soll man da rankommen? Ich fühl mich... Ja, okay, gut. Was zum... Na gut. Hier, wir laufen noch ein Stückchen zur nächsten Mission und... Ja, gucken wir beim nächsten Mal dann da weiter. Fürchtest du dich vor meiner nett gemeinten Intervention? Wo ist die Garde? Das ist doch... Halt an, Mestial! Ich rede mit dir! Nein, ich bin ganz artig. Warum hasst er mich so sehr? Ich bin hier der Chef. Wenn du Blödsinn machst, häng ich dich an deinen Gefährten auf. Okay, da schießt das Schock ist da. Nur hier so eine Menge verstecken. Der ist richtig hart, denke ich schon wieder. Was habe ich da schon wieder dabei gedacht? Ich weiß auch nicht. Ich meine, den falschen Stellen gehe ich überhaupt nicht. Hier geht's auch nirgendwo durch. Super. Komm her, ich zerquetsch dich, wie ihr sich für eine Mare gehört! Nein, ich gehe jeden Konflikt aus dem Weg. Mit mir kann man reden. Ich begrab dich, Mare! Dann haben deine schleimigen Freunde noch was von dir! Oh, der labert und labert. Komm her, du! Ausfuhr mal eine Abreibung! Wo muss ich denn überhaupt hin? Jetzt bin ich auf dem Dach. Ich hab so ein Gefühl, als ob. Ach, wie schön. Es ist richtig gelohnt, hier auf diesen Bus hinzugehen zu warten. Nee? Ich muss jetzt bis nach da oben kraxeln. Mal, ich meine, gut, eine Erinnerung geschafft, ja, aber immerhin, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Also, mach's gut und bis dann.